Man sollte, solange es geht, seine Wohnung oder sein Haus im Besitz halten. Dort kennt man sich aus. Man hat jahrelang Arbeit investiert, Ausrüstung und Vorräte angesammelt und dergleichen. Es wäre schade, vieles zurücklassen zu müssen. Dennoch gibt es verschiedene Gründe, warum man gezwungen sein kann, sein Heim zu verlassen. Man kann arbeitslos werden und dann seine Miete oder seinen Kredit nicht mehr bedienen. Wartet man zu lange, kann eine Zwangsräumung dazu führen, dass man nur noch mehr zurücklassen muss. Vor allem im städtischen Umfeld kann ein Bombenfund, ein längerer Stromausfall oder eine andere Versorgungskrise dazu führen, dass angefangen wird zu plündern. Spätestens nach dem ersten Plünderungsversuch sollte man nachts das Eigenheim verlassen. Ein Regierungsumbruch sei ja noch so unwahrscheinlich, hat unvorhersehbare Konsequenzen und es kann ratsam sein, die Stadt zu verlassen. Ein sogenannter Bug-out ist für viele Familien nicht möglich oder wegen gesundheitlicher Vorbelastungen eher gefährlich. Daher sollte man sich vorab einen Ort außerhalb großer Ballungsgebiete suchen. Womöglich kennt man jemanden, der auf dem Land wohnt und findet in ihm jemand, der ähnlich denkt und kapiert hat, dass man in einer Krise alleine nicht zurechtkommt. Denkt darüber nach, worauf ihr nicht verzichten könnt. Schafft im Vorfeld einen Teil eures Besitzes und vor allem Vorräte wie benötigtes Material dorthin. Gruppen von 9 bis 18 Personen haben gute Chancen, sich zu halten. Spätestens im Herbst und über den Winter bis zum späten Frühjahr braucht ihr ein Dach über dem Kopf. Hinterlegt bei Freunden Kopien wichtiger Dokumente. Die Originale sollten in einer brandsicheren Kassette verwahrt werden. Bereitet euch emotional darauf vor, euer Eigenheim im Notfall hinter euch zu lassen. Wenn möglich, versucht, mit einem Fahrzeug aufs Land zu kommen. Wenn alle Stricke reißen, dann eben zu Fuß. Letzteres zwingt euch allerdings noch mehr zurückzulassen. Solltet ihr auf Medikamente angewiesen sein, hinterlegt auch ausreichend davon bei Freunden, zu denen ihr gehen könnt. Um euch euer Eigenheim so lange wie möglich zu erhalten, schafft euch Sicherungsmittel an, Türabstützungen, lasst die Rollläden unten, überlegt euch einen alternativen Fluchtweg aus der Wohnung, Bewegungsmelder oder Videoüberwachung sind sinnvoll. Was unter keinen Umständen fehlen darf, sind Feuerbekämpfungsmittel. Schätzt die Lage täglich neu ein und entscheidet dann, ob ihr bleiben könnt oder es besser ist zu gehen. Weitere Beiträge könnt ihr auf meiner Homepage einsehen.